Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Forza Horizon 2 bei Mr. Easy Racer und ja, ich habe nochmal, obala, das wollte ich nicht, ja, eine Kleinigkeit, nein, ich muss doch, hä? Die habe ich jetzt nicht abgeschlossen, oder? Ist nicht dein Ernst. Nein, hier unten ist sie doch. Mensch, ich Idiot. So, weil ich kam ja letztes Mal gar nicht klar mit dem Mustang. Und ja, ich habe jetzt mal Rennreifen draufgebaut. Und die... Oh shit, sorry. Und die... Alter. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Und die Kiste nochmal ein bisschen tiefer gelegt und den ganzen... und das ganze Ding raus. Na, wie heißt's? Und den Kompressor raus. Damit das Ding ein bisschen fahrbarer wird. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Meisterschaft auch hinbringe. Weil mein größtes Problem war einfach, ja, kein Grip. Also Motorleistung war da, aber halt erst ab 120 beim dritten Gang. Und der Rest hat sich in Rauch aufgelöst und die anderen haben natürlich alle Grip ohne Ende. So, ja, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt hier so vonstatten geht. Eieiei. Mal gucken, dass wir jetzt direkt nach vorne kommen irgendwie. Aua, direkt die eine Kante da mitgenommen. Ja. Weißt du, ihr seid schon so Spezialisten. Müsst ihr euch direkt wieder anlehnen bei mir. Ja, bis jetzt schaut das schon mal relativ gut aus, was ich hier so fahren kann. So, jetzt müssen nur an die ersten zwei noch rankommen. Oh Gott. Ich muss mir angewöhnen, diese Kurve hier gescheit zu fahren. So. So. Hier nochmal ums Eck. Und top. Auf geht's, Gas. An den zwei da noch vorbei. Oh, nicht quer kommen. So, Moving Carrot ist das. So. Oi, da, weißt du, da fährt nie Verkehr normalerweise. In den Versuchen, wo ich gefahren bin, da ist da nie Verkehr gekommen. Jetzt auf einmal. Nein, da komme ich außen vorbei. Innen meine ich. Komme ich innen vorbei, komm schon. So. Ja, mal, sag ich doch. Komme ich innen vorbei. Wenn ich innen vorbei komme, dann komme ich innen vorbei. Hallo. So, komm, Stoff. Ah, hab noch zu kämpfen am ersten. Oh shit. Das ist jetzt ein bisschen blöd, habe ich die Ecke ein bisschen mitgenommen, aber sollte mein Mustang jetzt nicht so viel geschadet haben. Ja, komm, versuch's. Versuch's erst gar nicht. So. Ich hoffe, ich hab. Nach! Das ist nicht dein Ernst! Hab den doch voll mit dem Heck mitgenommen, den Checkpoint. So, ab geht's, so. Oh, jetzt erpasst es doch. Zu viel quer, aber ich habe noch einen etwas kleinen Vorsprung. So. Ja, passt. So, jetzt kann man wieder ein bisschen Gas geben hier runter. Aber Bremse nicht vergessen hier. Und jetzt hier wieder auf den Feldweg. Da habe ich immer meine Nachteile hier. Weil mit Rennreifen auf dem Feldweg ist nicht so geil. Oh, naja, aber es sieht noch gut aus. Zumindest jetzt noch. Dass ich das jetzt hier endlich gewinnen kann. Uah, nicht zu weit raus. Und da kommen wir rein ins Finish. Sehr gut. Nice. Prima, noch ein Sieg. Sehr, sehr gut. Haben wir das geschafft. Toll. Nice. Sehr schön. So, Credits gibt es jetzt auch nochmal oben drauf. Allerdings nicht so viele. 6800. EP auch nochmal. Ich glaube, da haben wir einen neuen Stufenausstieg, oder? Ah, nee. Hatten wir da gerade erst einen? Ich glaube schon. Ja, liken wir das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt auf Liken geklickt habe. Aber nun gut. So, jetzt haben wir noch zwei weitere ja, Challenges. Und da ist ein Scheunenfund. Müssen wir mal gucken.
Ah, da ist doch so eine Scheune, oder? Vielleicht gucken wir mal, ob wir den finden. So, ab geht die Post im Mustang. Also, muss ich mir hier eins merken. Grip ist das Wichtigste hier in Forza Horizon 2. Nee, also wirklich, du brauchst schon ordentlich Grip, ja, weil sonst sind die Gegner einfach zu stark. So, hier so gut quer treiben kannst du den schon noch. Ja, wenn du willst, aber du brauchst halt die perfekte Mischung zwischen... Oh, da ist eine Tafel. Sehr gut, habe ich mitgekriegt. Oh. Ja, aber ich muss die so nehmen, oder? Ja, nee, ich kann noch ein bisschen früher bremsen. Oder einfach ein bisschen weiter nach links fahren. So, zack. Jetzt haben wir sie nochmal zerstört. Gott, jetzt muss ich gleich mal kurz niesen. Holla, die Waldfee. Eieiei, ja, bin noch ein bisschen krank. Oder was heißt bisschen? Bin wieder krank. So, ja, Topspeed-mäßig kann der auch schon einiges. Boah, der 6 ist komplett scheiße übersetzt, merke ich gerade. So, und ich habe jetzt gesagt, hier irgendwo rechts rein. Da ist eine Scheune für einen Scheunenfund vielleicht. Ziel erreicht. Ja, ja. Hier ist doch eine Scheune. So, hier könntet ihr doch irgendwo stehen, oder? Jawohl, sehr schön. Nice, direkt gefunden. Hallo. Ich hoffe, du hattest Spaß auf dem Autotreffen. Du hast was gefunden? Mal sehen, ob an den Gerüchten was dran ist. Schick. Das ist ein Renault Alpine A110. Und diesen Aufklebern nach war es mal ein Rennwagen. Vielleicht fährt er ja bald wieder Rennen, wenn ich mich um ihn gekümmert habe, oder? Alles klar. Da kann ich auf jeden Fall was machen. Ich werde ihn zurück in den Fuhrpark schleppen und melde mich bei dir. Nice one. Sehr gut. Passt das, ja? Und ja, jetzt gehen wir auf die Karte und machen hier... Oh, Modern Muscle Gelände, das kann doch nicht sein, oder? Oh, wieder Gelände, ey. Lieb ich ja. Wisst ihr ja Bescheid, ne? Gelände ist mein Freund. So. Ah, passt, das kriegen wir schon hin. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Veranstaltung betreten. Ja, Gelände ist halt das große Problem, ne? Es ist der Raum oder Masse, natürlich. Ja, ich habe halt nicht wirklich Grip mit dem Teil. Vor allem nicht im Gelände. Aber egal, kriegen wir schon hin. So, ab geht die Box. Komm, auf geht's. Ja, ich weiß, am Anfang löst sich erstmal wieder alles ein bisschen Rauch auf. Aber ist nicht so schlimm. Denn irgendwann kriegt er dann Grip, unser Baby. Jawohl. Da haben sie direkt einen Heuball mitgenommen. So gehört sich das. Ja, der erste ist da ganz links. So, hoppa. Oh, oh, da müssen wir hoch. So, ich glaube, hier bremse ich mal vorsichtshalber ein bisschen. Weil wir müssen dann... Oh, komplett hier rüber, alter Schwede. Komplett tutti kompletti. Okay. Und hoppa, alter, was für ein Sprung. Oh, 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 oh. So, hier schön... Oh, ums Eck, das war knapp. Ich bin gerade knapp da mit den Containern. So, da hinten. Oh, ist der nächste... Checkpoint. Na, das fahren wir mal anders an. Das war blöd, wie ich den genommen habe. So. Warum nehme ich jetzt direkt mal hier ein bisschen nach links? So. Na komm schon, gib Stoff. Oh oh. Boah. Aber es war richtig, was ich hier gemacht habe, gell? So. Yo. Gibt er mir da einen mit? ZR1. Alter Schwede, das ist mein Gegner, gell? Den muss ich mir nochmal holen. So, hallo. So,
So, hier geht's doch unten durch, oder? Da fahren die doch auch durch. Challenger versucht sich auch nochmal. Ja. Und halt wieder voll gegen das Auto, ne? Oh shit. Muss hier links, rechts lang. Ja, hat er gut gemacht. Besser gemacht als ich. Ach. Wenn ich das halt vorher sehen würde, ne? Wo ich lang muss. Ja, da können wir noch weiter zurückspulen. So. Ja, jetzt sieht das nämlich besser aus. Ach, komm, hör auf. Dieser Drecksjump hier. So, passt. Jetzt haben wir nicht mehr lang. 80% haben wir schon. Und jetzt hier wieder nicht in die Bäume. Das wäre wichtig. So. Oh, aber doch ein bisschen lenken können wir schon. Nein, nicht zu viel lenken. Alter Schwede, ey, was ist denn da los jetzt? Nee, Gelände ist, bin ich nicht so der Freund von. Das ist wahrscheinlich schon gemerkt. Und auch mein Mustang ist nicht so der Freund vom Gelände. So, jetzt hier hoch, komm schon. Ach du heilige Scheiße. Ja, und dann überschlägst du mich komplett. Nee, das müssen wir irgendwie anders drüber fahren. So. Ja, schon besser. Da springe ich nämlich gar nicht. So, und da haben wir es. Sehr, sehr geil. Das war heftig. Gut gemacht. So. Alles klar. In der Meisterschaft sind wir auch ganz gut vorne. Dann passt das. Nochmal gut Credits oben drauf. So will ich das sehen. Und nochmal EP oben drauf. Gibt, glaube ich, noch keinen neuen Wheelspin, wenn es mich nicht täuscht. Ah doch, gibt's. Sehr schön. Top Geschichte. Gucken wir mal, was wir kriegen. Beim Rennen kannst du dein Können mit dem deiner Freunde vergleichen. Du kannst außerdem noch etwas Geld einstreichen. Versuch's mal. Nee, weil ich die Events nicht doppelt fahren will. Ich denke, das ist verständlich. Oder? So. Jawohl, für einen Preis drehen. Natürlich machen wir das sofort. Und was kriegen wir? Oh, 14.000 Credits. Nicht schlecht. So. Ist das, bin ich jetzt schon direkt beim nächsten? Ja, tatsächlich. Okay. Da machen wir das doch direkt. High-Speed Sprint. High-Speed Sprint, genau. High-Speed Sprint. 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 So. So, Modern Muscle, Cicero. Sprintrennen, Veranstaltung 4 von 4. Schauen wir mal. Ja, die ZR1 wieder ganz vorne. Alles klar, Kumpel. Du bist in einer sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Jawohl, so ist es. Das werde ich jetzt auch schaffen hier. Ich hoffe auch, das ist jetzt wirklich nur Straße. Weil dann... Boah, shit. Oh, haben wir zu sehr die Kurve gecuttet. So. Dann müssen wir wieder... Ja, wir dürfen den ersten halt nicht so schnell wegkommen lassen. Das dürfen wir nicht wieder machen. So wie wir es im ersten Event aus Versehen zugelassen haben. Da war der ja ganz weit weg. So, hier ein bisschen abkürzen über die Wiese. Haben ja schon die Geländetauglichkeit. Boah, unseres Mustangs hier GT 2015 unter Beweis gestellt. Ja, aber... jetzt fehlt es halt ein bisschen an Speed, ne? Alter, wir haben jetzt zwar gut Grip, aber es fehlt an Speed jetzt. Wieso bremst ihr hier beide, Mensch? So, hier kann man dann mal bremsen, ja. Aber doch nicht da vorne schon. So, schön ein bisschen über die Wiese gedriftet. Sind wir ja schon fast Erster. So, hier kann man ja gut abkürzen. So, passt soweit. Sehr, sehr gut. Top-Geschichte. Jetzt können wir es wieder dominieren hier von vorne raus. Gut, wenn man nicht zu spät bremsen würde, würde das auch gehen. Aber sonst habe ich keine Probleme, nein. Wieder nur zu spät gebremst.
Aber der Challenger bleibt dran. Ja, bleibt dran. Ah, schön hier die Gassen hoch. So, ist richtig. Ah, sauberes Rennen. So schaut's doch aus. Wir müssen auch irgendwann mal wieder Fähigkeitspunkte verteilen. Fällt mir gerade so auf. Boah, shit. Der Jump ist nicht gut. Nee, die müssen wir ein bisschen anders anfahren. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So ist besser. Ist mal kurz auf zwei Rädern gewesen. Ja, stimmt. So, dann passt das. Jetzt müssen wir nur noch sicher ins Ziel fahren. Dann schaut das richtig gut aus. Jawohl. Nice. Schön gefahren, Kumpel. Du machst dir langsam richtig einen Namen. Top Geschichte. Gehen wir auf Fortsetzen. Und ja, jetzt haben wir die Meisterschaft dann doch rennen. Wow, drei Meisterschaften, drei Siege. Ein perfekter Start. Weißt du, die letzte Person, die ihre ersten drei Meisterschaften gewonnen hat, war... ich. Gut gemacht, Mann. Gut. Ja, gewinnen sie 12 weitere Meisterschaften, um zum Forza Horizon Finale zu kommen. Und ja, jetzt kriegen wir nochmal gut Credits. Passt auf jeden Fall. Und ja, nochmal gut EP. Reicht aber noch nicht für einen Stufenaufstieg, wenn es mir nicht täuscht. Nee. Und ja, da müssen wir mal gucken, mit was wir jetzt noch die Folge füllen können. Das auf jeden Fall. Da wird uns schon noch irgendwas auffallen. Und damit ist unsere erste Autotour diesen Sommer fast vorbei. Ich muss noch eine letzte Sache erledigen, bevor wir zurück zum Festival für die Preisverleihung heute Abend fahren. Triff mich hier. Okay, das ist ein weiteres Showrennen. Passt soweit. Das können wir noch machen. Ich würde eigentlich nur hier gerne links fahren, aber das darf ich oder kann ich, glaube ich, nicht. So wie es ausschaut. Nee, da ist überall Leitplanke. Komme ich nicht zwischendurch. Boah, shit. Boah, ganz knapp am SLR vorbei. In 400 Metern nach links abbiegen. Jo, werde ich machen. Boah, ist hier viel Verkehr gerade. Nach links abbiegen. Alter. Weißt du, jetzt hat der mir schön den Fähigkeitsbonus gekostet. Na gut, durch Zurückspul kriege ich den ja auch nicht zurück. Alter. Nee, ich glaube, das macht mir zu viel kaputt am Auto. Alter. Ist ja wurscht jetzt. Ja. Irgendwie hört er sich ein bisschen komisch an, gell? Das Schätzchen. Durch diesen kleinen Crash immer dieses... nach dem Schalten. Wow, shit. Das ist, geht nicht gut. Das geht nicht gut. So. Schon besser. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Jo, werde ich machen. Hoppa. Rechts abbiegen. Ja. Über die Wiese. Sehr gerne. Top-Geschichte. Jetzt sind wir hier am Zielort. Zack. Train in Vain. Okay. So, 10 Meisterschaftsveranstaltungen haben wir gewonnen. Okay, schauen wir mal. Horizon präsentiert Train in Vain. Rennziel, schlagen Sie zu. Krasser Scheiß. Eine längere Strecke zurücklegen als der Zug, aber es gibt kein besseres Auto für diese Strecke als den Fulvia. Alles klar. Ja, ist ja wieder sowas ähnliches wie mit den Düsenjets. Mit dem Ferrari. Und ab geht die Post. Was? Ich muss eine längere Strecke zurücklegen, aber der Zug ist einfach schneller. So. Okay, jetzt mal gucken, wann wir ihn denn überholen. Ist die Frage, ne? So. Ach ne, ich wollte eigentlich gerade da abkürzen, aber das geht leider nicht. So, hier kann ich doch ein bisschen abkürzen, oder? So, nein, kann ich nicht, weil da natürlich wieder begrenzt ist. Mensch.
So, aua. Ah. Ich weiß halt nicht, inwiefern das meinem Auto schadet hier. So. Ja, wir sind... Noch sind wir vorne, aber ich muss jetzt halt hier diese Kurve fahren. Ja, ist ein knappes Ding auf jeden Fall. Boah, wie das hier alles vibriert und wackelt, ey. Krass. Ich hoffe fast gar nicht mein Auto irgendwie. Ein bisschen blöd, ne? Wenn du da selber schalten willst, dann musst du schon gucken, wann du schaltest. Ey, guck mal, wie weit der vorne ist. Sicher, dass das das richtige Auto ist? So. Oder muss ich einfach hier mehr auf dem, in Anführungsstrichen, Kiesweg fahren? So. Ich glaube, irgendwie hat es was gerade an meinem... Nee, passt schon. Ich dachte irgendwie, die Vibration von meinem Xbox-Controller hätte es gerade ausgesetzt. So, ich glaube, ich muss hier mal bremsen. So, weil ich hier unten nämlich durch muss. Boah, alter Schwede. Aber wenigstens ein bisschen abkürzen kann ich hier. Nein, jetzt nicht. Nein. So. Ich weiß nicht, ob ich... Ich kürze mal lieber nicht ab. Ich kürze mal lieber nicht ab. Ich lasse das mal lieber. Nicht, dass es dann doch noch zu meinem Nachteil ist. Oh Gott. Hab zu spät gebremst, aber geht gerade noch so. Das heißt, geht gerade noch so. Er ist immer noch in Führung. Jetzt komm schon. Jetzt haben wir ein schönes Stück geradeaus. Jetzt sind wir auf gleicher Höhe ungefähr. Komm schon, zieh! Ja. Jetzt zieht er mich wieder ab. Der liebe Zug. Alter Schwede. Ich muss jetzt hier... Habe ich da noch so ein paar Kanten drin? Das ist das Problem. Die ich hier richtig fahren muss. So. Soll ich gegen den jetzt noch gewinnen? Nee, habe ich doch keine Chance jetzt mehr, oder? Außer ich ziehe halt jetzt ordentlich. Ah, jetzt ziehe ich wirklich richtig gut. Kommt der Zug jetzt nicht mit? Komm schon, zieh, 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 zieh. Jawohl, sehr nice. Sind wir vorne. Ganz starkes Stück. Ganz starkes Stück auf jeden Fall. Haben wir es noch geschafft, von nach vorne zu kommen. Das beste Rennen, das ich diesen Sommer gesehen habe. Ja, vor allem auch... Fotofinish, gut knapp am Ende noch. So, Erfolg freigeschaltet, vergeblicher Zug. 8400 Credits. Und nochmal schön EP. Reicht das für einen Stufenaufstieg? Ich glaube nicht, gell? Na, oh, ganz knapp. 518 EP. Aber ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Und ja, liebe Leute, da würde ich aber erstmal sagen, ich verabschiede mich wieder für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut da rein. Hoffentlich schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Forza Horizon 2. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas kommt. Irgendwie noch einen kleinen Film oder so. Wahrscheinlich, ne? Kommt jetzt noch mal irgendwo eine Sprachanweisung. Autotour zum Festival. Der Flieger wurde gerade auf die Liste der Radiosender gesetzt und sollte jetzt verfügbar sein. So, aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Forza Horizon 2. Ich bin raus, sagt Ciao, Servus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.